ein Flüchtlingswohnheim im umgebauten Institut für wissenschaftlichen Film in Göttingen. Mittwochnachmittag. Etwa 20 Jugendliche treffen sich gemeinsam zum Theaterspielen. Das Besondere? Sie kommen aus den unterschiedlichsten Ländern und sind zum Teil unter großen Gefahren allein nach Deutschland geflohen. Kosovo, Syrien, Eritrea, Afghanistan, Pakistan und Irak. Das Theaterprojekt nennt sich Boat People Project. Wir finden dieses Projekt mutig und haben den Jugendlichen bei einer Theaterprobe zugesehen und mit Paulina, die aus Deutschland kommt, darüber gesprochen. Warum machst du dieses Projekt und wie bist du dazu gekommen? Ich mache das Projekt, weil ich mich schon immer irgendwie mit Theater beschäftigt habe. Ich fand es cool und ich fand es auch cool, dass man hier auch wichtige Themen angesprochen hat, die mich auch persönlich interessieren. Und ich kam dazu, weil ein Junge aus meiner Klasse das gemacht hat. Der hat mal darüber geredet und ich fand, das klang ganz spannend. Wie laufen die Proben ab? Meistens dauert es ein bisschen, bis wir so zur Pötte kommen. Aber dann sind wir eigentlich wirklich dabei und eigentlich auch ziemlich locker. Aber trotzdem schaffen wir was. Was findest du schwierig an dem Theaterspielen und was kostet dich Überwindung? Kompliziert finde ich es, wenn wir irgendwie über solche Themen wie Flucht reden oder halt wie die Leute hier, die auch wirklich Flüchtlinge waren, halt geflüchtet sind und was sie da erlebt haben und wie ihre Geschichten sind. Und man weiß halt niemals, soll man da jetzt mitmachen, soll man das lassen, ist es jetzt angemessen oder nicht, weil du selber hast das nicht erlebt und du kannst dich im Prinzip nicht wirklich darin reinversetzen, was sie durchlebt haben. Die Flüchtlinge nehmen ihre Vorgeschichten mit zu den Proben. Mit symbolischen Gesten stellen sie ihre Flucht und Erlebnisse dar. Vom Adler, der seine Flügel schwingt und seinem Absturz, bis hin zu den stürmischen Wellen des Meeres, die über ihn zusammenbrechen. Auf ihrer Reise schenken sie sich Liebe und Geborgenheit und unterstützen sich gegenseitig. Aber auch die Angst vor dem Kriegsdienst in Eritrea wird in dem Stück anhand einer Militärjacke dargestellt. Das gesamte Stück wird von Liedern aus ihrer Heimat begleitet. Ich denke, in dem Land, wo ich hinfliehe, würde ich erstmal in der Situation erstmal ein bisschen schüchtern sein, da man nie weiß, wie die Leute reagieren, wenn ich von Situationen erzähle, die ihnen fremd ist. Und dann würde ich eher mich zurückhalten erstmal. Ich würde aus verschiedenen Gründen fliehen, zum Beispiel vor Hungersnot, wenn Krieg herrschen würde, wenn ich sehr arm wäre oder wenn ich politisch oder religiös verfolgt werden würde. Man braucht viel Mut, das zu tun und vielleicht findet man ihn auch wieder zurück in das Land zurückzukehren, aus dem man kommt. Das Boat People Projekt war schön anzusehen und zwar immer wieder beeindruckend, wie auch junge Schauspieler starke Emotionen erwecken konnten. Außerdem war die Atmosphäre in dem alten Filminstitut, das zu einem Flüchtlingsheim umfunktioniert wurde, sehr besonders. Unsere Mitschüler hatten sehr genaue Vorstellungen, was sie tun würden, wenn sie flüchten müssen. Aber vor allem war es spannend, sich mit der Flüchtlingsthematik über das Theater auseinanderzusetzen.